schon wieder ist das ein Penner. Hallo Jörg, ach nee, das ist ja gar nicht mal. Nein, ich bin's wieder. Hallo Bockheide, hallo Welt, da sind wir wieder. Diesmal ist der halbe Matze wieder da und Lutze natürlich wie immer, der ist ja immer hier. Und erstmal Dankeschön an den Jörg für die Vertretung letzte Woche. Ja. Und ich lag auf der Pritsche. Na, ich bin noch so ein bisschen grün, ich verfaule langsam. Also wenn man eine Woche auf der Couch liegt, verfault man irgendwie. Wir hatten früher eine Ziege, die hatte sowas auch. 14 Tage später musste die zur Notschlachtung. Zu dem Thema kommen wir noch. Ja, Gruß der Woche geht an den Mann der Weihnacht, genau. Der war ja in Borkheide gewesen am Samstag. Hat da richtig zu tun gehabt, glaube ich, oder? Zwei Stunden. Das müssen mindestens, also hat da uns berichtet, Wunschzettel sind 54 angekommen. 54 oder 56? Und ein paar Kinder hatten auch keinen dabei, aber... Also so, wir schätzen um die 70 waren. 70 Kinder. 70 mal anderthalb, zwei Minuten. Von den großen Kindern reden wir gar nicht erst, weil da waren natürlich noch viel mehr große Kinder da, mit Bärten und so. Die haben ja dankenswerterweise auch noch mal ein paar Kalender gekauft am Stand. Wunderbar war es gewesen, muss ich mal sagen. Ich habe mich gefreut, war richtig was los. Und dritter Advent ist so vorbei, Matze. Wo sind denn die Kerzen eigentlich, sag mal? Weil sind die Lichter ausgegangen, wa? Sind die Lichter ausgegangen? Jetzt singt er auch noch. Steht die Welt. Batterien sind leer. Dauerstress. Ich kann dir zeigen. Hier, guck mal, ich drücke drauf und dann geht genau, eine geht an. Mehr nicht, ist vorbei jetzt. Ist vorbei. Also wir haben noch 10 Tage bis Weihnachten übrigens, Matze. 10 Tage und 7 Stunden. 6 Stunden. 7. Und dann kommt der Weihnachtsmann durch die Schornsteine, wenn denn welche da sind. Wenn du hochgeladen hast, noch 5 Stunden. Nein, ich hoffe nicht. Und ich sollte nicht so viel reden. Matze tut die Klappe weh, das wird wohl einen Grund haben. Aber kommen wir nochmal zum Weihnachtsmann. Natürlich haben wir dort ein paar Aufnahmen gemacht und dokumentarisch festgehalten, was der Weihnachtsmann da getrieben hat. Das haben wir gar keinem erzählt, ne? Da ist er. Sieht aus wie ich. Also Borkheide ist das, ne? Und wenn ja auch. Sind wir hier in Borkheide? Ja! Ihr müsst lauter reden, der alte Mann hört nicht mehr so gut. Borkheide. Sind hier auch welche aus Borkheide? Ja! Borkheide haben wir. Ich musste das notieren, sonst vergesse ich das bis Weihnachten. Hallo? Ihr singt jetzt aber mit Mama ein Lied, oder? Hallo, Weihnachtsmann. Hallo? Ja, wir wollen nicht singen. Ihr habt Angst vor mir, stimmt? Nein. Warum steht ihr denn da hinten? Kommt noch ein Schritt. Kommt mal ein bisschen dichter. Der Weihnachtsmann hört auch schon schlecht. Einfach mal nicht Schneemann und werfen den Ball.
sehr schön. Die junge Dame hat sich was ganz Tolles ausgedacht. Oh, hallo, guten Tag. Ein bisschen. In der Weihnachtsbäckerei. Hallo, guten Tag. Alter. Wer bist denn du? Also beim nächsten Mal musst du mir helfen. Ja. Nächstes Jahr? Da bist du bestimmt dabei im Hilfen, oder? Weihnachtsmann fährt durchs Land, nicht im Schlitten, im Trabern. Nur der Sandmann glaubt es kaum, fährt mittendrin im Kofferraum. Alle Leute sehen es gern, der Weihnachtsmann wird jetzt modern. Ein Trabant. Danke, lieber Stefan, dass du den Weihnachtsmann bei dir hast übernachten lassen und auch wieder zu uns auf den Marktplatz chauffiert hast. Ja, und natürlich sehr schön. Auch danke an alle die, die mir geholfen haben und gespendet haben. Jetzt habe ich sie gar nicht hier drinnen nochmal. Aber ja, ja. Genau die. Wir haben nächste Woche nochmal die Chance. Dann genau, wir machen das Plakat nochmal ein. Wir machen dann nochmal, das Plakat können wir ja jetzt nochmal einblenden. Stimmt. Aber das ist, die waren es hier alle. Und, ja, so viel zu Weihnachten. Also vor Weihnachten ist das ja, zum Einsammeln der Wunschzettel. Da hat der Weihnachtsmann extra so eine Kiste gekauft und die war viel zu klein für die ganzen Weihnachtswunschzettel. Schlecht vorbereitet, ne? Also ich habe ja meinen Wunschzettel auch noch zu Hause gesucht. Das war so ein ganz großer, den habe ich verbummelt irgendwie. Ich wollte den ja auch noch mit hinbringen, aber... Ein Riesending, so hier richtig eine Rolle, wo man hier immer so abrollt, Toilettenpapier. Voll gewesen. Ja, so, dann haben wir natürlich auch Lebensmittel. Das heißt, heute gibt es Matzes Diät-Tipp. Willkommen zu Matzes Diät-Tipp. Okay. Hey, wie hast du das gemacht? Ich weiß nicht. Cool, warte, wo ist denn mein Skript? Ah, hier, jetzt. Macht die Corona-Plauze vor Weihnachten. Ist sie schon da? Ich hab's überhaupt nicht. Das ist ein Hungerbauch. Ja, pass auf, mein Diät-Tipp. Ich muss es aber ablesen, es ist ein bisschen viel Text geworden. Zu dem Zwecke einer Abnehmkur begibt man sich einfach in ärztliche Obhut und mittels Hypnose geht das ganz schnell. Narkose. Narkose war es. Dann blickt man der Ärztin kurz tief in die Augen und schwupps ist man eingeschlafen. Jetzt Hypnose oder Narkose? Na egal, der Effekt war gleich. Und mit dem Aufwachen eine Stunde später ist dann die Welt noch kurz bunt und dann ist der Essreflex weg. Vor allem, weil man den Kiefer kaum noch bewegen kann und die Nahrungszufuhr, an die der ersten Monate des eigenen Lebens erinnert. Nicht, dass ich daran Erinnerung hätte, aber bei der Befüllung eines eigenen Nachwuchs war ich teils anwesend. Dann fühlt man sich auch wie die Hauptfigur in der Augsburger Puppenkiste, denn am oder besser im Kopf sind Stricke und Knoten variabel verteilt. Und das Räuber in Persona, Kieferchirurgin, hat in der Story auch mitgespielt. Zähne. Zähne wurden nämlich geklaut. Nur Kaspar, Oma und Krokodil waren in der Geschichte nicht dabei. Die verbauten Stricke im Kopf, also nahe des Bierzählers, kennst du den auch, den Bierzähler? Hast du nicht? Das ist ein Kräuterzähler, ne? Dienen aber nicht der Kopfbeschleunigung, sondern eher der allgemeinen Entschleunigung. Alles in allem, wenn man sich kurz vor den Feiertagen die Weisheitszähne rausnehmen lässt, nicht weil ich schmerzgeil bin, sondern weil die medizinische Notwendigkeit dafür da war, kann man entspannt in Richtung Weihnachtsfeiertage schauen und die eingesparten 3 Kilo kann man dann in nur 2 Feiertagen wieder downloaden und abspeichern. Aber brauchst du nicht machen, hast du ja schon. Das bisschen Text hätte jetzt aber auch auswendig lernen können. Hatte ich ja heute, dann habe ich es aufgeschrieben, dann habe ich es vergessen. Dann habe ich es ausgedruckt und hierher geschickt. Ja. Also kurz vor mir hat sich mit einem Gummihammer eine von Bregen kloppen lassen, dann haben sie ihm sämtliche Training rausgerechnet. Die letzten. Ja? Ja, ja. Also wer mal irgendwann so eine Probleme hat, ich habe da eine sehr gute Adresse in Potsdam, wo mit Vollnarkose behandelt wird und das Ganze während der Narkose ziemlich schmerzfrei ist. Die Woche danach, das ist der ganz normale Schmerz. Aber dafür gibt es ja diverse Tabletten, die man schlucken kann. Man hat keinen Hunger mehr. Geniale Sache. Waren es so eine blauen Tabletten? Nee, weiße. Alles nur weiße. Weiße, ja. Jo, na gut. So viel zu Matzes Diät-Tipp. Aber ich glaube, das ist nicht zum Nachahmen ist das eigentlich nicht geeignet. Kannst du vergessen. Also wenn jetzt überall Weihnachtsmärkte gewesen wären, da hätte ich mich ja geärgert.
Aber Lutze, ich kann dir auch schon sagen, in deinem alkoholfreien Monat Januar bin ich nicht dabei, weil ich hatte meinen jetzt schon. Es tut mir jetzt sehr leid für dich. Du willst alleine saufen, ne? Höchstwahrscheinlich. Ja, dann haben wir natürlich noch andere Informationen, unabhängig von Matzes Diät-Tipp und so weiter. Denn die Matz, in der Matz soll gestanden haben, dass die 246 die Richtung Bedels am 16. oder 17.12. wieder freigegeben wird. Na, das wäre doch mal eine coole Geschichte, dass man da wieder durch kann. Mhm. Dann kann man doch wieder zu Fuß zum Einkaufen gehen. Oder mit Fahrrad. Kannst du so fahren. Ja, wenn nee, das Schild, wenn das geht, wenn, der Radfahren geht immer noch. Wenn das ja. Schild weg ist an der Autobahn, dann wird man ja sehen, dass es wieder. Kommt man wieder geht. Mit dem Auto durch nach Belitz. Hat ja nun auch lange genug gedauert. Wie lange war das? Anderthalb Jahre? Zwei Jahre? Ganz schön lange. Ich hab's auch vergessen. Das ist schon so lange her. Sehr oft war die Schranke auch weg. Da ist sicher der ein oder andere LKW durchgefahren, hat es knall gemacht und dann war die offen wieder. Aber egal. So. Und viel mehr haben wir schon wieder gar nicht, außer dass es draußen nass und regnerisch ist. Und Matze hat gesagt, er will dafür sorgen, dass Weihnachten Schnee kommt. Nö. Wenn nicht, kauft er das Zeug in Berlin, hat er gesagt. Nee, ich habe letzte Woche, auch wenn ich nicht richtig aufnahmefähig war, habe ich zugehört. Und Jörg hat klipp und klar gesagt, 50%. Und wenn, so, wenn die Meteorologen 50% sagen, dann heißt das, wir haben keinen Plan, was kommt. Und wie wir auf unserem schönen Wetterdiagramm hier sehen, heute Morgen sah das noch ganz anders aus. Ups, ist groß. Warte. Großes Wetter. Jetzt sieht es besser. Ne? Richtig. Nein. Großes Wetter. Großes Wetter. Wir haben, heute hat es ein bisschen nieselig. Ne? Heute war es nicht schön. Aber das Niesel war auch nur 0,4 Liter so heute. Morgen am Dienstag möglicherweise noch ein bisschen nasse Luft. Dann kommt jeden Tag so ein Stückchen Sonne mehr. Und dafür gehen auch die Temperaturen langsam wieder runter von diesen regen, warmen Wettertagen. Und Richtung Weihnachten, was ja immer die große Frage ist, sehr wenig Niederschlag bisher in Sicht, aber die Sonnenstunden werden immer mehr. Das heißt, wir haben grüne, kalte, sonnige Weihnachten. Ja, aber richtig kalt, weil wir sind ja am Tage nämlich auch unter Null. Ja, und nachts bis minus 5, minus 6. Und da wird ja noch eine Weile hin, also genau 10 Tage und 6 Stunden. Es ist, auch ja. Wenn du 7 sagst, hat das mit dem Wetter noch nichts zu sagen. Nein, das Wetter gucken auf 3 Tage, mies. Verschiebt sich noch, wird dann kommt Schnee und noch mehr Schnee und ja, noch mehr Schnee. Also wie gesagt, 3 Tage mieses Wetter und dann geht es langsam aufwärts. Gucken wir mal. So, und das war's erstmal von unserer Seite aus. Mehr haben wir gar nicht zu sagen, ne? Hast du noch was zu sagen? Gar nicht mehr. Hast du mitgekriegt, dass wir heute mal einen Außenfilm hatten? Ja, das war was ganz Seltenes wieder. Ja, das hat mir auch richtig Spaß gemacht am Samstag, muss ich mal sagen. Das war mir eine innere Genugtuung gewesen. Ein inneres Pudding kochen. Ja. Und hast du die ganzen Strahleraugen gesehen. Ein innerer Saunagang. Genau. Mhm. Und die Eltern, die haben alle Lieder gesungen, so die denn konnten. Die Aufnahmedauer wäre übrigens 2 Stunden gewesen, wenn wir den ganzen Film hier gebracht hätten. Wir haben drauf verzichtet. Mhm. Jo, das war's. Wir sehen uns noch mal kurz vor Weihnachten wieder. Und zwar nach dem 4. Advent am Montag. So den Matze sich noch mehr Zähne ziehen lässt. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Adventswoche. Rutscht nicht aus draußen, wenn es kalt wird. Bleibt gesund. Bis dahin, alles Gute sagt. Der Matze, und ich habe übrigens auch eine Empfehlung, wo ihr in Potsdam nicht zum Zahnarzt gehen solltet. Und der Lutze. Matze, sowas macht man nicht. Tschüss. Doch.